Mit der Kamera seines an der Ostfront verschollenen Bruders bewaffnet, machte sich der junge Soldat Hartwig auf den Weg in die Normandie. Für ihn war sie zu seinem Instrument geworden, um überall den Kampf Deutschlands bezeugen zu können. Verlauf dich nicht. Ich hätte echt eine Blase wie eine Murmel. Mensch, die ballern da hinten immer noch. Das müssen wohl Luftangriffe sein. Mensch, sag doch, wir tun. Was macht ihr denn hier? Weißt du, was hier los ist? Du bist wohl nicht der Hellste. Die Invasion hat begonnen. Jetzt die ganze Nacht Amerikaner vom Himmel geregnet. Fahrt lieber nach Osten. Was ist denn mit dir passiert? Die Amerikaner. Sie waren plötzlich hinter uns. Ich bin gerade noch weggekommen. Ihr verbleibt in Stellung. Feuervorbehalt, wir gehen über rechts. Willi! Ja. Über rechts! Mir nach! Vorwärts, vorwärts! Flieger, vorwärts, los!
Corporal David Carter schickte die Kamera von Unterfeldwebel Hartwig nach den heftigen Kämpfen in der Bocage an seine Frau in New Hampshire. Kurz vor Weihnachten 1944 fiel Carter bei schweren Abwehrkämpfen in Bastogne. Der Film aus Hartwigs Kamera wurde schließlich entwickelt und an ein amerikanisches Museum übergeben.